Hier ist die erste Mautkohle. Ich habe es geschafft. Ja, wir machen ernsthaft Politik. Genau, ich auch. Der ZDF nichts anderes zu tun hat. Die Merkel kann uns mal, was? Gell? Lang genug hat der Ausländer auf deutschen Autobahnen für lau herumschmarotzert. Und deswegen wird jetzt abkassiert. Sie sind gerade einem österreichischen Auto entstiegen. Ja. Dem entnehme ich, dass Sie Österreicher sind. Ja. Es ist soweit. Die Ausländermaut, die Ausländermaut ist da. Wir haben die Faxen dicke. Es wird jetzt endlich die Maut verlangt von den Ausländern. Ja, richtig. Ich sage Gleiches mit Gleichem. Vergelten. Auge und Auge, Zahn und Zahn. Ja, nicht immer, aber manchmal. Katholisches Land hier, biblischer Spruch. Richtig, ja. Irgendwann ist mal Schluss. Ja. Ich habe übrigens AfD gewählt. Ne? Ach, Sie haben AfD gewählt? Ja. Wenn ich nach Österreich fahre, muss ich Maut bezahlen. Ja. Umgekehrt brauchen die aber bei uns nicht bezahlen. Und das sehe ich nicht ein. Ja. Das ist doch nicht in Ordnung. Ich finde es doch wirkungsvoller, was Sie sagen, wenn es mit der Stimme von Erich Honecker gesprochen wird. Wer war es, der die Autobahn in Deutschland gebaut hat? Ein Österreicher. Österreicher, ja. Und darum also, nicht. Ja, mir ist auch entfallen. Es war ein Österreicher, der die Autobahn gebaut hat in Deutschland. Deswegen ist doch mehr recht als billig, wenn wir hier auch das hier, ne? Ja, normal müssten wir ja gratis fahren. Haben Sie das Bar dabei? Moment mal, ist das jetzt Pflicht oder verlangen Sie das jetzt einfach so oder wer? Das ist jetzt Pflicht, weil ich sage, es ist Pflicht. Genauso wie der Seehofer sagt, die Maut kommt, sage ich jetzt, es ist Pflicht. Das können Sie aber vergessen. Was? Sind Sie Polizist oder irgendetwas? Nein. So, Herr Österreicher, Sie sind also ungefähr 250 Kilometer gefahren. Da gibt es einen Pickerl. Das macht, sagen wir mal, was zahlt ihr Österreicher? Was wollt ihr immer von uns haben? Das wäre nett, glaube ich. Für die Deutschen ist es ein bisschen teuriger, glaube ich. Gell? Ja, natürlich. Machen wir es genauso. Also sagen wir mal, für die Österreicher 150 Euro. Wir kommen gerade mit dem Nötigsten, wie man in meinem Dienstwagen sieht, zur Rande. Und jetzt muss einfach der Ausländer auch mal zahlen für die Autobahn. Ich das so sehe, das kotzt mir Ihre Armut an. Entschuldigung, den Ausdruck, aber ich finde das... Sagen Sie mal, Sie kommen nicht aus Bayern oder was, dass Sie so frech sind? Nein, ich komme aus Hamburg. Sie kommen aus Hamburg und erlauben sich dann solche Frechigkeiten? Nein, ich finde das vollkommen in Ordnung mit der... Wissen Sie was? Sie zahlen ab nächsten Jahr auch Maut. So viel ist schon mal klar. Schönen Tag noch. Ja, man liebt die Seehofer Maut. Und mit einem stattlichen Sümmchen geht es nun zum König Horst und seinen getreuen Hofschranzen. Hallöchen, die Kohle ist da. Das erste Mautgeld ist da. Ich hab's eingesammelt. So schön. Ja? Und das mit der Merkel und mit der EU, die gönnen uns einfach mal, oder? Da warten wir ab. Ja, das werden wir schon sehen, was? Vor allem, wohin sie uns können. Herr Ministerpräsident, hier ist die erste Mautkohle. Ich hab's geschafft. Ja, wir machen ernsthaft Politik. Genau, nicht auch. Der ZDF nichts anderes zu tun hat. Die Merkel kann uns mal, was? Gell? Haben wir sie im Sack. Ne? Und die EU auch. Ebenso. Tja, wenn der Seehofer meine Kohle nicht haben will, dann versaufe ich sie halt auf der Wiesen. Tschüss! Michael B. schreibt auf Facebook: Wilke, du bist der letzte Arsch. Nur große Fresse. Dich möchte ich mal sehen, wenn es hart auf hart kommt, dann scheißt du dir in die Hose. Warte ab, ein Sprichwort sagt, man trifft sich immer zweimal im Leben. Mach weiter so mit deiner großen Fresse. Wie können warten? Sehr geehrter Herr B., man sieht sich im Leben nicht nur zweimal, sondern jeden Freitag um 22:30 Uhr im Zweiten. Oder hier auf YouTube, wenn Sie uns abonnieren.